Mama, wo ist Papa schon wieder? Ja, ist was passiert, Vera? Nichts passiert. Familie ist passiert. Ninas Testergebnisse sind deutlich unter der Norm. Nina hat eine Entwicklungsverzögerung. Was soll das heißen? Die nächsten 2 Jahre werden extrem herausfordernd. Ich bin völlig fertig. Nina braucht extrem viel Sonderbehandlung. Ich habe auch einen Job und einen Einjährigen. Und du kommst einfach nach Hause und sagst, sorry, die nächsten 2 Jahre werden extrem herausfordernd? Wolf, deine Tochter, die hat eine Entwicklungsverzögerung oder irgendeins von den anderen lateinischen Syndromen. Und jedes halbe Jahr denkt sich irgendein Mediziner eine neue Verdachtsdiagnose aus. Das ist keine Besonderheit oder Eigenart, Wolf. Das ist eine extreme Herausforderung. Und du lässt mich damit alleine. Nein, mach ich nicht. Doch. Nein, du siehst das nicht. Wie oft habe ich vorgeschlagen, lass uns bitte einen Au-pair besorgen. Nein, das ist mir zu eng, zu intim. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sonst noch machen soll. Es geht doch nicht um ein fucking Au-pair. Der Wolf, der ist eine Figur, die sehr konservativ vielleicht erzogen wurde und in einem alten Gesellschaftsbild verhaftet ist, wo es in erster Linie darum geht, erfolgreich zu sein. Am besten noch verbunden mit viel Geld, das man verdient. Und Familie ist zweitrangig, beziehungsweise Familie ist eher eine Geschichte für die Frau, ja? Also die sich um alles kümmert. Und Frau hält im besten Falle dem Mann den Rücken frei, so gut es geht. Und am Wochenende haben sie ein bisschen Familienzeit zusammen. Ich wünschte, wir hätten 1 Million Minuten. Nur für die ganz, ganz schönen Sachen. Wie schaffen wir diesen ganzen Alltag? Wie sollen wir das miteinander wuppen, ohne daran zu zerbrechen? Und das in dem Moment kommt dann eben Nina und wünscht sich mehr Zeit, was genau das ist, was sie eigentlich auch bräuchte. Also das ist auch genau das, was der Arzt quasi verschreibt. Das, was sie bräuchte, um sich gut entwickeln zu können, die bräuchte einen anderen Boden unter den Füßen, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit und alles was vielen, vielen Eltern hierzulande extrem schwer fällt herzustellen, logischerweise, weil Eltern hierzulande sehr alleine gelassen sind, besonders Mütter. Und dann entschließen sie sich zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in die Welt und schauen mal, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, seine Zeit gemeinsam zu verbringen. 1 Million Minuten. Nur für die schönen Sachen. Echt jetzt? Ja. Und du darfst aussuchen, wo es hingeht. Auf die Plätze, fertig. Dann dahin. Nordkorea. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt reinkommen. Lass noch mal probieren. Okay, und... Da will ich hin. Nach Thailand? Ja, das ist doch gut, oder? Kurz, also einen Moment. Wir reden jetzt wirklich von 2 Jahren. Nein, Mama, 1 Million Minuten. Genau, und deswegen geht's nach Thailand auch noch mal woanders hin, sonst wird's langweilig. Dann zur Elfe. Island? Mhm. Okay. Naja, ein bisschen kalt, aber die haben ja die heißen Quellen. Ich wollte schon immer mal nach Island. Wirklich? Mhm. Wir können mit dem Wohnmobil über die Insel fahren. Und wir könnten Jacken mitnehmen. Das ist eine super Idee, Nina. Wir nehmen einfach Jacken mit. Ja! Ja! Pack die Jacken ein. Ja! Ich hab ein bisschen Schiss. Frag mich mal. Ich finde die neuen Eisminuten viel besser als die alten Stressminuten. Natürlich ist das, wenn man so will, auch ein Luxusproblem, das Millionen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt kriegen sollen, vermutlich anders sehen. Okay, Leute, wer möchte Spiegelei? Ich will eins, bitte. Okay, also. 1 bis 3. Der Papa arbeitet zuerst. 4 bis 6. Mama zuerst und mittags dann den Wechsel. Ich darf waffeln. Okay. Also, wer hat jetzt gewonnen? Du. Was mache ich? Also, ich fange an zu arbeiten und du fängst an mit den Kindern. Ah. Du hast mich und Simon. Cool. Okay. Papa hat heimlich Stress. Ich finde, dass wir eine Beziehung erzählen von 2 Menschen, die sich sehr, sehr früh im Leben kennengelernt haben, die eine große Verbundenheit haben, aber ganz viele Sachen sind vielleicht über die Zeit auch sehr selbstverständlich geworden, die nicht selbstverständlich sind. Und da gibt es in der Beziehung, die wir erzählen, besonders zum Anfang des Films, ein großes Ungleichgewicht und eine große Unzufriedenheit, besonders auf ihrer Seite. Letztlich aber auch bei ihm
Nur es kommt er noch nicht dahinter, was das Problem ist eigentlich, warum er unzufrieden ist. Es ist so absurd. Ich sitze hier im Paradies und bin komplett kaputt. Das macht doch alles keinen Sinn. Das stimmt ja nicht so ganz. Ich meine, der Grund für diese Reise war ja schon auch Nina. Sie hat in den letzten Monaten so viele schöne Dinge und tolle Momente erlebt. Dafür hat sich das doch schon gelohnt. Ja, aber ich verpasse die ganzen Momente, weißt du? Und die kommen nicht zurück. Im Übrigen basiert der Film auf einer authentischen Vorlage von Eltern, die so ihrer Tochter und damit der ganzen Familie helfen wollten. Weißt du, ich will nicht mehr dieser Idiot sein. Dieser Idiot, der sein Leben verpasst. Euer Leben verpasst. Bin ich richtig bei der Arbeit? Bin ich richtig bei euch? Wo bin ich denn überhaupt noch richtig? Meinst du, wir kommen erstmal mit dem zurecht, was du verdienst? Hab grad gekündigt. Ich hab mal wieder Zeit. Ich hab Kraft. Ich hab Ideen. Es geht einmal um meine Möglichkeiten. Ich glaube auch die Frage, die da drin steckt in dieser Geschichte, wie verbringe ich meine Lebenszeit und wie gestalte ich eigentlich mein ganz persönliches Leben? Wie möglich ist das? Ist auch eine, die uns alle umtreibt. Und, schlafen Sie? Ja. Oh, es hat ewig gedauert, es ist einfach viel zu hell. Ja, krass. Ja, wahnsinnig. Es ist 9:45 Uhr. Wolf? Jo. Ich würde total gerne helfen bei dem Haus von Christine und ihrem Mann. Die sanieren alles komplett alleine. Okay. Ich glaube, es wird mir totalen Spaß machen, mal so mal wieder das machen, was ich eigentlich gelernt habe. Ja, klar. Ja? Ja, ich würde dann halt hier mal den Garten aufräumen und die Veranda zu Ende bauen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit. Ja? Hm. Nee? Ja, also. Okay, dann. Deal. Deal. Tschüss. Hm. Ja, wo sind denn die Kinder? Ach, die Kinder gucken gerade was. Und Vera ist arbeiten. Okay. Was mit dir? Was macht die Arbeit? Ach du, ich habe hier richtig viel zu tun, ne? Also ich bin ja jetzt die meiste Zeit alleine mit den Kindern und ja, kümmere mich ums Haus. Ja. Also Vera arbeitet jetzt wieder Vollzeit. Ach, dann arbeitest du jetzt gar nicht mehr? Guck mal hier. Das muss ich jetzt alles noch aufhängen, ja? Ich hasse es. Aber es muss gemacht werden. Oder hier. Der Simon will den ganzen Tag mit diesem bescheuerten Puppenwagen durch die Gegend fahren. Ah ja, dein Enkelsohn spielt mit Puppen. Gewöhn dich dran. Naja, und jedenfalls geht da immer dieser Bezug ab. Und dann muss man ihn wieder einfädeln, weil wenn man es nicht macht, dann schreit der Simon nämlich so lange, bis man es getan hat. Und dann rennt er damit los und man muss hinterher und überall Spielzeug rum. Ich räume den ganzen Tag auf und trotzdem liegt überall Spielzeug rum. Und wenn man dann auf diese kleinen, verfickten Scheiß-Bausteine drauf tritt, dann flippt man einfach aus. Ja, das ist meine Arbeit. Das mache ich gerade, Papa. Und wenn dir das nicht passt, ja, dann ruf bitte Uwe, Steffen oder weiß der Henker wen an. Aber lass mich in Ruhe, okay? Scheiße! Das ist so ein Everyday-Life-Stoff. Also ich kann mich damit total gut identifizieren mit dem Problem. Und wenn man irgendwann Kinder hat und eine Beziehung und alles unter einen Hut bringen möchte und sich nebenbei aber auch noch ein bisschen selbst verwirklichen und so, man kann sich halt nicht vierteilen. So. Und das finde ich toll, dass so die scheinbar einfachen Probleme auch ernst genommen werden. Caroline Herfurth hat sich, nach ihren erfolgreichen Regiearbeiten, wieder einmal voll auf die Schauspielerei fokussiert und die Regie ihrem Produzenten Christopher Doll überlassen.
Frauen gucken den Film anders als Männer oder verstehen die Informationen anders. Das ist wirklich wie eine unterschiedliche Kodierung in Informationen. Das finde ich total interessant. Sachen, die Frauen so und so verstehen, verstehen Männer vielleicht anders, einfach aufgrund der Sozialisation. Und deswegen finde ich es natürlich total wichtig, die Geschichte von Wolf und seiner Familie, die ja aus Wolfs Perspektive erstmal erzählt ist, eben von einem Mann erzählen zu lassen, weil ich glaube auch der Konflikt, die Arbeit nicht an erste Stelle zu rücken und damit umzugehen und sozusagen Familienzeit einzuräumen, ist ein ganz anderer Konflikt für Männer in dieser Gesellschaft als für Frauen. Heute schaffen wir es. Und wenn nicht? Dann kommen wir morgen wieder. Okay. Füße auf die Pedale. Ich halte dich fest. Mhm. Keine Angst, okay? Ich bin bei dir. Und los. Und los. Lenken. Lenken. Und nach vorne gucken. Schön nach vorne gucken. Und lenken. Vom schwierigen Versuch, Balance zu halten. Okay, treten. Treten. Dem Film ist es offensichtlich gelungen. Weiter, Nini. Weiter, Nini. Weiter. Und treten. Papa, ich kann! Ja! Ja!